gut. Ist es zum Aufnehmen? Ja. Ist es parat? Hallo zusammen und willkommen zu einem neuen Video von Swissbiker. Ich bin der Swissbiker, yeah. Ich zeige meine Fresse nicht. Hi zusammen und willkommen zurück bei Zero. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Blacklisted. So, ernsthaft jetzt willkommen zu unserem ersten Video von Blacklisted. Das ist unser Label. Drei Kollegen, die sich zusammengefunden haben, die schon lange zusammen am Fahren sind. Der Swissbiker, der ist jetzt gerade hinter der Kamera. Unser lieber Double X Rider. Hey, was geht ab? Und ich, Zero Cool Moto. Wir möchten euch ganz viele verschiedene Dinge präsentieren. Als erst haben wir aber angefangen mit diesem Hoodie. Wir haben es angeteasert an der Swiss Moto 2019. Haben dann gesagt, in Kürze kommt's. Oh, es geht hure geil aus. Wow, hure geil. Zeige mal. Oh, yes. War leider nicht so. Dann haben wir eine Instagram-Page gegründet. Da haben wir auch gesagt, und jetzt, bam, kommt's dann endlich. Und war auch nicht so. Und jetzt ist es endlich mal soweit. Es tut mir leid, wenn mein Hochdeutsch nicht perfekt ist. Ich vlogge normalerweise immer auf Mundart, aber das ist jetzt komplett egal. Warum hat es überhaupt so lange gedauert? Wir haben sehr viele verschiedene Hoodies, sehr viele verschiedene Marken ausprobiert und wir waren nie zufrieden mit der Qualität. Es war nie die richtige. Es war entweder der Stoff oder der Print, irgendetwas passte einfach nicht. Für uns alle drei nicht. Wir wollten nicht einfach nur einen Hoodie, wir wollten den Hoodie für euch haben. Das beinhaltet mehrere Sachen. Mein liebes Model, komm her. Natürlich die Standardgrößen S, M, L, XL und XXL. Beispielsweise ich jetzt als einer, der ein bisschen trainiert ist, trage XL, damit ich es A so tragen kann, normal, aber auch über mein Lederkombo. Für die Leute, die mit Essen trainieren, habe ich das XXL Format. Ein bisschen größer, sind aber doch groß geschnitten. Sie sind größer geschnitten. Das XXL jetzt passt aber bei ihm perfekt über ein Combo, wenn du hinten beim Combo so einen Kamelhöcker hast. Wichtig zu beachten. Auf das haben wir beispielsweise geachtet. Dann war uns wichtig, dass wir hier so Metallriemen haben, weil das leiert ziemlich schnell aus. Und die Kapuze ist innen speziell noch gestopft. Das war uns auch wichtig, damit es entsprechend auch endurable ist. Wenn man es über den Helm ziehen will, über so schöne wuschelige Haare oder sonst was. Und noch ein cooles Feature ist, innen ist es gefüttert, hält entsprechend den Wind etwas ab und gibt ganz schön warm. Sei es jetzt über dem Combo, wir sind jetzt gerade verreckt vor Hitze, oder aber einfach ansonsten, wenn man sie so in der Herbst oder im Winter tragen möchte. Und da drin, oh, jetzt darf ich ihn befummeln, gibt es noch eine Handytasche. Das wollten wir auch unbedingt haben, weil viele haben ein Handy dabei, da kann man das schnell hier reintun, verstauen und es ist safe. Ah, das finde ich auch ganz toll. Da hast du ein ganz schönes Loch für den Daumen. Daumen hoch. Also sag mal, Zero Cool Moto, wo kann ich das überhaupt kaufen? Oh, stimmt, den Online-Shop, den habe ich total vergessen. Wir haben einen Online-Shop. www.blacklisted-shop.com. Der Shop ist ganz einfach aufgebaut. Eine Seite. Shop klicken, es gibt nur ein einziges Produkt momentan, der Hoodie, draufklicken, Warenkorb, natürlich die Größe auswählen, bezahlen kann man mit Kreditkarte oder PayPal und dann wird es von uns verschickt. Wir haben momentan 50 Stück insgesamt von verschiedenen Größen, also insgesamt 50 Stück. Wer schneller ist, der hat den Hoodie zuerst. Aber keine Angst, das wird nicht alles sein. Wir werden noch mehrere machen mit anderen Logos, anderen Design, anderen Themen. Das ist jetzt ein bisschen zu savage für manche Leute. Aber wir haben geplant, noch andere für mehr die ältere Bike-Community, für die jüngere Bike-Community. Auf jeden Fall möchten wir euch gerne dabei haben, immer wieder mehr. Darum wird es auch einen Voting geben, für welche Farbe, für welche Print, für welchen Thema. Es wird alles ziemlich unter uns sein und trotzdem doch für alle. Community ist ein ganz wichtiger Punkt bei uns. Wir machen das nicht fürs Geld, wir machen das alles für die Community. Like und subscribe. Tschüss zusammen. Ciao.